Wir sind in der Formulierung der Jahresziele im Stadtrat. Ich will für die Direktion Bildung und Freizeit auf zwei eingehen. Das ist einerseits die digitale Transformation an den Schulen. Es geht darum, dass wir nur einen Computerraum ausrüsten, sondern wie jede Schülerin oder jeder Lehrer mit dem Handy unterwegs ist, dass das mit einem Tablet könnte passieren. Da muss man uns natürlich überlegen, auf welche Schulstufen wir uns zuerst konzentrieren. Aber grundsätzlich haben wir den Bildungsauftrag, dass man kompetent in dieser medial geprägten Welt digital unterwegs sein muss. Das ist eine grosse Herausforderung, aber wir freuen uns darauf, mit allen Lehrerinnen und Lehrern und der Schülerschaft in Zukunft so unterwegs sein. Das zweite Ziel ist, und da bin ich sehr gespannt, da geht es um Beurteilung vom Bedarf beim Schulraum und Tagesbetreuungsraum, inklusive natürlich der Turnhallenangebot oder das Sportanlagenangebot. Da machen wir jetzt eine Auslegeordnung, Bedarfsanalyse und bringen die Arbeiten dann nächstes Jahr zum Abschluss. Da bin ich sehr gespannt bei den steigenden Schülerzahlen, was für Resultate wir da zutage fördern.